Hallo Leute, hier ist euer G und heute geht es um das Thema die richtige Hakenabwehr. Viel Spaß! Okay Leute, das Thema Hakenabwehr. So, wie funktioniert der am besten? Also zuerst einmal, was ihr nicht machen dürft, ist, wenn jetzt so ein Haken kommt, ja, ihr seht ja, sie holt aus, genau, und will direkt hier rein, okay? Was ihr nicht machen dürft, ist, versuchen dies abzuwehren, weil vor allem, wenn ihr so eine Abwehr macht, geht der V-Schuss direkt rein, ja? Wenn ihr es sogar schafft, den Haken abzuwehren, ihr habt das gemacht, ihr geht nach hinten, kann sie direkt, genau, mit der zweiten Hand hauen, okay? Also versucht nicht, diesen Arm abzuwehren, ne? Denn dann kann sie weiter hauen oder Kombination schlagen. Ihr wisst ja nicht, was der Gegner vorhat, okay? Und vor allem, wenn sich einer richtig mit einem Haken auskennt, ja, der Haken kommt ziemlich schnell. Und vor allem, wenn sie noch die Hüfte mit einsetzt, ja, kommt da richtig Power. Ne? Das heißt, im Ernstfall habt ihr da keine Chance, das überhaupt abzuwehren. Und wie gesagt, wenn ihr es schafft, dann kommt die zweite Hand dazu. Genau, okay? Also, was ihr machen müsst, ist sofort nach vorne zu gehen. Wenn wir es jetzt ganz langsam machen, bedeutet, ich gehe erstmal nach vorne. Okay? Natürlich renne ich nicht einfach so nach vorne, lass meine Arme hängen, okay? Sondern ich gehe sofort mit dieser Abwehr nach vorne. Okay? Ich hoffe, man kann es sehen. Das heißt, der Ellenbogen ist oben und mit meiner Hand greife ich sozusagen meinen Hinterkopf oder direkt hinterm Ohr. Okay? Nochmal. Also sobald hier ausgeholt wird, gehe ich sofort nach vorne und mit dem Ellenbogen nach vorne. Ja? Wenn der Gegner Pech hat und dreht sich mit dem Kopf ein wenig nach rechts, ja, dann ist der Ellenbogen schon drin. Genau, dann merkt man das auch schnell. Ne? Okay, also nochmal. Sie kommt, ohne jetzt den Kopf nach rechts zu drehen. Und ich gehe direkt nach vorne und mit der Hand, ja, wenn man es etwas sieht, dass man es sehen kann, mit der Hand gehe ich auch direkt nach vorne. Ne? Erstmal ist der Angriff schnell da. Und zweitens, wenn sie jetzt mit dieser Hand noch hauen möchte, schau mal, genau, bin ich hier vorher schon drin. Okay? So, nochmal langsam. Also ich gehe nach vorne und gehe hier sofort nach vorne. Okay? So, ein wenig schneller. Du versuchst mich jetzt hier zu treffen. Mach mal. Genau. Nochmal wieder. Ein bisschen mehr Power. Genau. Und nochmal. Und ich gehe direkt nach vorne. Bruce kippt um. Ne? Und währenddessen ich mit der Handfläche nach vorne gehe, bringe ich sie zu Boden. Okay? Und kontrolliere sogar den Arm. Okay? Nochmal wieder. Wir machen es noch einmal langsam. Also das Wichtigste überhaupt ist, dass der Ellenbogen sofort nach oben geht, ja, und die Hand sofort, so als wenn ihr auf sie zurennen wollt, ja, oder auf den Gegner zurennen wollt. Nochmal, okay, noch einmal, und gleichzeitig auf den Boden bringen, ja, und den Arm kontrollieren. Okay Leute, das war jetzt das Thema Haken. Ihr habt ja jetzt gesehen, was wichtig dabei ist. Und zwar nochmal eine kurze Wiederholung. Und zwar, dass ihr zum Gegner hinläuft, ja, als wenn ich auf sie zurennen möchte und sofort den Arm nach oben habe. Ja. Da habt ihr genügend Schutz. Ja. Und dann komme ich mit der Hand nach vorne und gehe direkt nach vorne. Und ihr seht, dann habe ich hier automatisch dann den Arm und bringe sie so zum Boden. Okay? Das ist sehr wichtig, weil das ist dann nicht ganz egal, wie viel Power dahinter steckt, wenn er das richtig macht, okay? Ihr dürft nur nicht das Zurückgehen machen oder versuchen abzuwehren, ne? Dann wird es gefährlich. Vor allem, weil sie noch eine andere Hand hat und kann so damit eine Kombination schlagen. Gut, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt doch einen Daumen hoch, würde mich sehr freuen. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Video. Euer Gio.